Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, wir haben in der letzten Folge hier so ein bisschen dekoriert, ein bisschen was gebaut und so. Ja, so. Und ich würde sagen, jetzt wird Zeit, dass wir den Zyklopen und den anderen Ding bauen. Und den Voranzug. Mal gucken, ob wir den... Ja, das haben wir neu. Das sind die Fische. Mal gefunden hatten hier die. So, den Voranzug können wir bauen, aber den leider noch nicht, da fehlt uns noch ein Teil. Das suchen wir noch mal schnell. Also jetzt, ich will erstmal gucken, was wir für den anderen Anzug brauchen. Nein, das wollte ich noch nicht. Plastikstahlbahn und dieses Aro-Gel oder wie das auch immer aussehen wird. Wie machen wir das denn? Da müssen wir jetzt mal gucken. Ah, der Lichtstab hier? Ne, es war hier. Genau. Gelsack und das Dings da. Aluminiumoxid. Also hier. Mal alle drei mit. Wir müssen gleich nochmal los. Wir haben den nicht genug. Was war das andere nochmal? Gelsack, ne? Gelsack. Wie viele brauchen wir jetzt dafür? Zweimal. Gut. So, wieder eingepflanzt. Haben wir das. Gut. Das haben wir. Jetzt brauche ich noch Blei. Zwei Stück war das, glaube ich. Gucken wir mal nach. Genau, zwei Blei, ein Schmierstoff. Und ein Aluminiumoxid fehlt uns. Plastikstahlbahn brauchen wir auch noch. Brauchen wir alles mit hier. Nee, das war Lithium. Nochmal können wir nicht, ne? Nee, leider nicht. Wir brauchen noch zwei. Ja. Einen haben wir. Schmierstoff haben wir, glaube ich, noch hier drin. Gut, auch nicht mehr. Gut, dann haben wir das wohl auch nicht mehr. Haben wir aber schnell. Aber das machen wir nachher, würde ich sagen. So, wir brauchen die Seemotte. Das Aluminiumoxid, das findet man weiter unten nur. Ganz kurz. Zwei noch, da haben wir noch. Eins und Nummer zwei. So. Haben wir das auch? Sorry Leute, das muss jetzt mal gemacht werden. So, zwei noch. Das mache ich auch nochmal. Die Seemotte, Mann. Oh, das ist leer. Gut, Batterien haben wir wohl nicht mehr. All systems online. Dann müssen wir da lang. Gut, dann müssen wir nachher nur noch für die den Zyklopen noch was machen und dann sind wir eigentlich auch schon
So weit fehlt es, dass wir dann auch weiter runter können. Ja, natürlich müssen ein paar Kleinigkeiten dran gemacht werden, ne? Da muss noch tiefer gelegt werden, sag ich mal. Und noch ein paar kleine Schnickschnacks rein, so wie Tragetasche, also was heißt die Tragetasche? So ein Lagerraum und so. Da haben wir das doch schon. Sammeln wir halt ein bisschen mehr von den Dingen. Das auch nochmal. Hier ist hier noch ein Quarz. Das brauchen wir auch immer wieder. Da ist noch ein Ei oder sowas. Nee, doch nicht. Blei. Noch ein Blei. Gold. Ist jetzt nicht so wichtig, aber kann man mal nehmen. So. Dort haben wir den soweit. Wir müssen auch gleich wieder zurück. Und jetzt trinken wir hier noch. Ah, das ist natürlich sehr gut. Schön hier in der Höhle. Dieses Grüne hier und so. Das finde ich richtig schön. Das machen wir einmal ganz kurz. Ich meine, ich hätte noch einen Quarz gewinnen. Ach egal, ich muss raus. Das machen wir mehr das Quetzel hier. Ab zum Model. Ich gehe noch mal Fische mitnehmen von hier. Und diese pinken. New creature discovered. Und diese grünen. Dann nochmal so einen pinken hier. Diese komischen Fische hier. Nee. New creature discovered. Spatenfisch. Ah. Nee, du bist krank. Von den pinken und von den grünen, da fehlt mir noch jeweils ein Stück. Ein Stück voll. Ein Fisch. Die werden als Stückzahl gerechnet hier bei mir. Nein, der ist krank. Oh, welche war denn das? Der war das. Oh, ich glaube, das war's. Ist das was? Das ist ein Schwebefisch. Was ist denn das sonst? Nur eine Textur. Gut. Dann sind wir auch fertig hier, würde ich sagen. Da sieht sie mal. Die Tarn nehmen wir, glaube ich, nochmal schnell mit. Dann haben wir das. Oh, Mist, toll. Mist. Das ist so ein guter Fisch. Den nehme ich nochmal schnell mit. So, ich. Würde ich sagen, jetzt karren wir mal schnell nach Hause. Ab zur Base. Noch mal eine Funzel raus. Kostet alles mehr Energie. Hopp. Können wir auch gleich schon das andere bauen. Ui, Fische. Mist, voll gegen geprescht. Ja, das hier ist ja neu. Dann können wir Fragmente mehr mit. Pilzschutzzähne, Salzabwehr. Salzablagerung.
und so alles mal so ein bisschen verschönern, aber jetzt. Ja. Haben wir diese Fische drin? Dann haben wir die Fische drin. Dann kommen. Ach, hier haben wir die Schwebefische schon drin, das passt ja. Dann kommen die dann mit rein. Diese Spatenfische. Hier hatte ich vor, noch diese anderen Fische reinzupacken. Hier sind noch zwei Plätze frei. Gut, haben wir zwei. Mist. Top. Gut, dann muss ich halt erstmal ein bisschen was wegbringen. Ja, das braucht wir auch noch. Stimmt ja. Mann, Kupfererz. Blei. Blei war hier, genau. Komm, Blei rein, zwei brauchten wir. Dann wird Gold. Silber. Also brauchen wir drei. Brauchen wir noch einen? Wir gehen jetzt mal auf Essen. Warum wir rennen hier? Ich weiß. Vital signs stabilizing. Stabilizing. Oh, jetzt haben wir eins zu viel genommen. Ups, ach egal. Nächsten abflücken, heute die Nahrung hier mit an. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Titan. Kicken wir mal hier runter. Ja, die Dame schon die Dame. Ja, das ist gut. Gold. Quetz, das ist immer lieb. Oh. Der hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Der hat schon ein bisschen Schaden gemacht. Nehmen wir dich nochmal schnell mit, dann haben wir dich auch gleich. Nehmen wir noch mit. Ah ja, brauchen wir gerade nicht. Hopp, so. Mal ganz kurz nochmal. Ups, mein Inventar war voll. Ja gut, wir brauchen nochmal noch einen. Hopp, einen. Der kommt rein hier. Ist gut. Nein. Und einer noch. Und jetzt haben wir das auch vollständig. Oxygen. Ups. Das ist aber auch immer. Geil. Dann haben wir die Beete auch soweit fertig. Und jetzt das schnell zusammenpacken. Welcome aboard, Captain. Das sind die neuen Fische. So, so viel Titan müssen wir schnell machen. Hallo. Machen wir das mal kurz.
das Lithium weg. Lithium, wo war denn das? Da war das drin. Yep. Da haben wir auch mal kein Lithium mehr. Müssen wir neu fahren gehen. Das brauchen wir auch. Für die Verstärkung. Nährstoff, genau, das fehlt noch. Wir haben jetzt unsere eigenen Pflanzen hier. Ich glaube, wir brauchen nur eine. Ach, hier doch nicht, da drüben. Genau, so. Da. Ich hoffe, wir haben alles. Jo, wir haben alles. It is normal when first piloting a Prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. Huh? You will have to make do yourself. Okay. Welcome aboard, Captain. Das ist der neue Krebsanzug. Oder auf Porn gesagt. Gut. Der kommt da gleich raus. Komm mal kurz den Porn dran. Hä, hatten wir nicht hier schon so ein... Wir hätten hier doch schon sowas stehen. Wo ist denn das denn? Nee, ne? Warum ist das denn weg? Ist es deswegen weg hier? Es kommt aber auch nicht wieder. Mist. Oh, da drehe ich dann noch jetzt schon wieder auf. Wo brauche ich denn das jetzt hier hin? Brauche ich das halt hier hin? Haben wir noch einen Computerchip und Kupferdraht. Kupfer. Ich weiß jetzt nicht wie viel, ich glaube 3 oder so. Einmal fehlen hier oben und für den dann brauchten wir auch noch Kupferdraht und noch 2 Tischkreuz. Und nochmal 2 Tischkreuz. Da ist jetzt das, das ist nicht. Da ist ja gar keine Batterie drin. Das vergesse ich immer wieder. Da, so, das. Dann haben wir das auch schon. So, modifizieren schnell mal. Hopp, so. Das brauchen wir. Brauchen wir im Moment noch nicht. Das hier können wir schon mal bauen. Und da oben hin, dann kommen wir gleich ran. Andere Teil können wir noch nicht bauen. Okay. Gut. Dann sind wir jetzt auch fertig für die Folge. Glaube ich. Ich pack die nochmal schnell aus hier. Ich habe das angesehen. All systems online. Wir werden das schon wieder übergehen.
Gut, dann hängen wir da. So, da heißt es Reporn und so. Das Weiße ist jetzt blau, würde ich sagen. Dann bleibt es mal schwarz. Das hier kommt so rot. Ne, das ist in, ne? In gelb-grün. Ich mach mal erstmal so, so eine gelbliche Farbe. Das hier kommt dann so rot, würde ich sagen. Das Orangene kommt dann auch nochmal rot. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Damit würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Teilt dieses Video, wenn es gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und würde mich dann freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge Subnautica wieder dabei seid. Tschüss.